Kommt schon nächstes Jahr das erste faltbare Tablet von Samsung raus. Wie es aussehen könnte, wie es funktionieren soll, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen kurzen Video. Ja, wir schauen uns das mal an. Die nächste Generation der Samsung Tablets, der Premium Tablets, das Galaxy Tab S8 und das S8 Ultra. Darüber habe ich ein eigenes Video gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Mit einem 14,6 Zoll Display, das Ultra-Modell. Nein, das wird noch nicht faltbar sein. Es geht auch nicht um das im wahrscheinlich Sommer kommende Galaxy Z Fold 3, das wird es auch nicht sein, sondern es soll ein neues Galaxy Z Fold Tab herauskommen. Es gibt mehrere Patente und Konzepte dazu von Samsung. Samsung hatte auch vor nicht langer Zeit bei der Display Week 2021 diverse Mechanismen vorgestellt, was alles möglich ist. Also es wird fleißig im Hintergrund, in den Labors, in den Werkstätten, irgendwo tief im Keller unten rumgebastelt, was alles so möglich ist und was man machen kann. Wenn möglich ist alles, ne? Es muss bloß umsetzbar sein und dann natürlich auch irgendwo funktionieren. Ja, nee, dass man so ein Ding dreimal auf und zuklappt oder auseinanderzieht und rumbiegt und wie auch immer und das war's dann. Also da muss ja schon, das muss ja schon ein bisschen was aushalten können, logischerweise. Auf jeden Fall soll angeblich 2022, die Bilder blende ich euch ein. Das sind Renderbilder, also keine finalen Bilder jetzt von Samsung, sondern von Let's Go Digital, der diese Renderbilder gemacht. Auf jeden Fall wäre das das naheliegendste und vielversprechendste, was vom Design her rauskommen könnte. Da es, wie gesagt, auch Patente gibt mit diesen zwei Faltmechanismen. Wir haben praktisch in der Mitte, ja, wie ein Smartphone von der Größe her, ein größeres Smartphone und rechts und links nochmal ein Display. Und diese können wir einmal nach innen klappen und auch nach außen rum. Ja, also ich kann sie komplett nach innen klappen, aber komplett auch außen rum. Und das ist schon wirklich sehr interessant. Soll ein AMOLED-Display sein und wie gesagt, dadurch, dass ich das auch innen nach innen komplett zuklappen kann, kann ich zum Beispiel auch das flexible Display in der Mitte schützen. Was ziemlich interessant ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel transportieren will oder so weiter. Wenn ich da natürlich bloß diesen Smartphone-Faktor haben möchte, klappe ich die Seitenteile einfach ganz nach hinten rum und habe dann praktisch ja, wie ein Smartphone in der Hand. Ja, es soll jetzt nicht dicker sein, wenn es zusammengefalten ist, als ein Galaxy Z Fold. Ja, auch der Stift soll eine spezielle Halterung bekommen, magnetisch. Wir sehen es hier auf den Bildern. Einmal zumindest an der Seite, wenn ich es zuklappe, dann ist der Stift dann in der Mitte. Zumindest ist das so die. Könnte es so sein, um es mal so zu sagen. Ja, mehr haben wir eigentlich nicht. Das ist aber eigentlich ziemlich spannend, wenn wir uns die Bilder ansehen. Wie gesagt, es gibt Patente dazu. Samsung hat schon viel dazu gezeigt, was alles möglich wäre. Und das wäre auf jeden Fall das Naheliegendste. Und ja, müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was dann noch in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht dazu noch kommt. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn ich da was Neues höre. Und ja, auf jeden Fall im Sommer soll das neue Galaxy Z Fold 3 kommen. Da sind wir auch mal gespannt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Galaxy Tab S-Reihe, S8-Reihe mit dem neuen Ultra mit 14,6 Zoll Display. Also da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Ja, das war's dazu. Sehr interessant, wie ich finde. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.